So, kommen wir jetzt zum zweiten Teil des Nachvollziehens. Wir haben hier wieder einen Zustandsgraphen. Diesmal hat er vier Zustände. Und dazu habe ich mal die Zustandstabelle gezeichnet. Und dann sehen wir hier auch schon, dass 1 und 4 ja zumindest dieselben Ausgänge haben und 2 und 3 auch dieselben Ausgänge haben. Und dann gehen wir zum nächsten Schritt und machen uns wieder diese Tabelle hier. Und dann müssen wir ja wegstreichen. Das wissen wir ja. So, was passiert jetzt eigentlich hier bei diesem Wegstreichen? Wir überlegen uns jetzt hier, also im ersten Schritt haben wir uns überlegt, wenn möglicherweise ist der Zustand 1 und der Zustand 4 dieselben. Warum? Weil sie dieselbe Ausgabe haben. Das heißt, möglicherweise ist dieser Zustand und dieser Zustand derselbe. Haben ja dieselbe Ausgabe. Jetzt müssen wir das aber erst noch überprüfen, ob das wirklich derselbe Zustand ist. Und deswegen überprüfen wir quasi die Pfeile, in die Richtungen, die sie zeigen. Und das ist das, was wir hier dann machen. Wir gucken also hier, das zeigt, oder ich mache mal hier, der Einer, der Zustand 1 mit einer 0, zeigt in den Zustand 2. Und der Zustand 4 mit einer 0 zeigt auch in den Zustand 2. Und das ist gut, weil die zeigen ja in denselben Zustand. Und das heißt, dass diese Gleichung hier oben zumindest halbwegs erfüllt ist. Jetzt müssen wir noch überprüfen, was ist, wenn wir in den Zustand, wenn wir eine 1 reingeben, dann kommen wir hier in den Zustand 3. Wenn wir hier eine 1 reinmachen, kommen wir hier in den Zustand 3. Also auch in den Zustand 3. Genau das, was wir hier sehen. Wir kommen also jeweils in dieselben Zustände. Und damit ist diese Gleichung hier unten erfüllt. Wir gehen also immer davon aus, wenn das, gingen wir mal davon aus, dass der Zustand 1 und 4 derselbe ist, dann müsste das hier auch derselbe Zustand sein und das hier müsste auch derselbe Zustand sein. Und wie wir sehen, ist 2 und 2 und 3 und 3 jeweils derselbe Zustand. Also kann man 1 und 4 zusammenfassen. Und dann mache ich es mal wieder weg. Und wenn wir das jetzt für das andere machen, jetzt haben wir den Zustand 2 und 3, die haben ja dieselbe Ausgabe. Und jetzt überprüfen wir, haben sie denn auch dieselben Folgezustände? Dann gucken wir, was passiert, wenn wir eine 1 in den Zustand 2 reintun. Dann landen wir im Zustand 4. Das steht ja hier auch. Und wenn wir im Dreier sind, landen wir auch im Zustand 4. So, und was machen wir jetzt mit dem 1,2? Wir gucken jetzt, wenn wir eine 0 in den Zustand 3 reintun, landen wir im Zustand 2. Und wenn wir eine 0 in den Zustand 2 tun, landen wir im Zustand 1. Wenn wir uns jetzt erinnern, wir haben das einfach weggestrichen. Wir haben gesagt, okay, 1,2 gibt es nicht auf der linken Seite, kommt weg, kommt weg. So, wieso streichen wir das jetzt weg? Der Hintergrund ist der, dass die 2 und 3 kann nur derselbe Zustand sein, wenn die Ausgabe gleich ist. Das ist dieser Teil hier. Das ist er tatsächlich. Und wenn die Folgezustände gleich bzw. äquivalent sind. So, wenn jetzt 1,2 hier stehen würde, dann würde es ja bedeuten, dass 1,2 auch ein Kandidat ist für vielleicht ist es derselbe Zustand. Und dann wäre diese Gleichung erfüllt. Und was uns das hier sagt, ist, dadurch, dass das nicht auf der linken Seite steht, ist der Zustand 1 und der Zustand 2, also diese beiden, sind nicht äquivalent. Das ist das, was uns die Tatsache sagt, dass hier nichts steht. Und wenn die nicht äquivalent sind, dann kann der hier auch nicht äquivalent sein. Weil er kann ja nur der Zustand 2 und der Zustand 3, also diese zwei hier, wow, diese zwei hier können nur dann gleich sein, wenn sie auch auf denselben Ausgangs, auf denselben danach Zustand zeigen. Und das ist aber hier der Zustand 1 und 2. Sie zeigen auf zwei verschiedene Zustände. Und diese zwei können also nur dann gleich sein, wenn der Zustand 1 und der Zustand 2 eigentlich auch der gleiche ist, nämlich die zwei Folgezustände, auf die sie zeigen. Und das ist der Hintergrund, der mit dieser Tabelle im Grunde abgegangen wird. So, das war es auch erstmal zum Nachvollziehen.